Ja, wie ist meine Meinung zu Kritik üben? Wenn das heißt, Kritik üben in der täglichen Praxis, erschrecken die meisten Menschen, weil meistens ist es negativ belegt und denken, oh Gott, was kommt da? Aber Kritik kann auch positiv sein, kann einem weiterhelfen. Wenn ich nicht weiß, was ich verbessern kann, kann ich es auch nicht verändern. Jedoch der Umgang damit ist schwierig, denn wenn man überlegt, was bewirkt man durch Kritik? Die falsch angebracht führt zu schlechtes Betriebsklima, schlechte Laune. Schlechte Laune führt wieder zu weniger guter Qualität, Arbeitsqualität. Will ich das? Wichtig ist Kritik auch zu sagen, was motiviert mich eigentlich jetzt Kritik zu üben? Bin ich selber vielleicht schlecht drauf? Dann lasse ich Aggression an einem anderen aus. Bin ich neidisch, Missgunst? Das sind immer so Themen, wo auch Kritik geübt wird. Oder ist es konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik heißt natürlich auch wieder, es hilft mir weiter, da gibt es Feedback-Regeln. Und gerade beim Thema Feedback geben, Feedback nehmen, gibt es ganz wichtige Bereiche. Ja, und gerade in diesem Bereich Feedback geben, Feedback nehmen oder auch Kritik positiv zu üben, ist ein Thema, mit dem ich auch im Coaching-Bereich sehr stark gefordert bin. Wie gehe ich damit um, mit den unterschiedlichen Temperamenten, mit den unterschiedlichen Mitarbeitern? Was mache ich wie? Und in der Praxis merke ich immer wieder, die Feedback-Regeln kennen und können ist immer zweierlei. Viele kennen die ja noch nicht einmal. Was heißt es eigentlich für mich als Feedbackgeber? Worauf habe ich zu achten? Und vor allen Dingen, was heißt es für mich als Feedbacknehmer, mit Feedback umzugehen? Und wenn diese Kultur etabliert ist in einem Unternehmen, in einer Abteilung, bei einem Menschen, haben wir eine ganz andere Reife zu wachsen und auch positive Prozesse einzugehen. Kritik und Feedback, die gehören einfach zusammen. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich jetzt auch ein Seminar habe, Feedback für Führungskräfte, wo ich einlade dazu, in den elitären Kreis mit Gleichgesinnten führen an der Spitze. Wann kriege ich denn überhaupt Feedback? Und Feedback nach oben ist ja oft gar nicht erwünscht und die Menschen getrauen sich gar nicht. Woran wollen Führungskräfte, Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder, Politiker wissen, was machen sie richtig, was machen sie falsch? Also es ist ein Thema, was viel mehr Beachtung geschenkt werden soll. Hat doch viel mit Veränderungskultur zu tun, Verbesserungsprozesse. All das ist ja wichtig, um heute den ständig veränderten Markt auch gerecht zu werden.